Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition und da sind wir endlich angekommen an den Höfen von Redcliffe und dann werden wir jetzt uns mal genauer umschauen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Danke, bei den Höfen. Zum einen sehe ich da hinten schon etwas aufleuchten, das ist nichts anderes als mal wieder ein Schädel, das Dinge erleuchtet. Genau genommen, Scherben. Hopp! Wir sind in der Nähe eines weiteren Artefakts. Wirklich, Solis? Tatsache. Solis, dass du das spüren kannst. Die Schutzzauber sind in Kraft. Jetzt dürften sich hier nicht mehr so leicht Risse bilden. Sehr gut, Solis. Sehr, sehr gut. Dann plündern wir dieses doch mal. Und schauen uns mal eben an, welche Scherben dieser Schädel uns erleuchten wird. Hopp. Komm, Chasi, du schaffst das. Ja, dann auf geht's. Fröhliches Suchen der Scherben. 5 Stück an der Zahl. Das ist nicht wenig. Bei den meisten weiß ich so ungefähr, wo sie alle liegen, aber auch nicht alle. Ich kann euch versprechen, dass den einen oder anderen werde ich sicherlich sehr lange suchen. Aber hier ging's eigentlich relativ flott. Oh, Hottehüs. Dann lasst uns doch mal schauen. Ihr Hübschen, was wir hier so alles finden werden. Hopp! In der Hütte waren wir drin. Da sehe ich noch eine zerstörte Hütte. Und natürlich, wie soll es auch anderes sein, ein Riss mitten im Nirgendwo. Und auch hier wieder eine kleine Quest. Eine Bitte von Herzen. Mein preisgekrönter Bisent namens Druffi wird vermisst. Er ist bei einem Dämonenangriff weggelaufen und wurde zuletzt in der Schlucht gesehen. Wer ihn findet und auf mein Gehöft zurückbringt, erhält eine Belohnung. Eine Mitteilung auf einer Anschlagtafel, eine einfache Karte zeigt, wo sich der Bisent ungefähr aufhält und wohin er zurückgebracht werden soll. Danke. Das wird sehr lustig werden. Dieser Bisent mag es nämlich nicht, dass man ihn an alle Orten führt oder durch alle Orte. Es muss eine bestimmte Strecke sein. Und wie es denn so ist, es ist verrückt. Diese Strecke kann sehr lang werden, weil der Bisent es nicht mag, wenn man zu schnell mit ihm läuft. Der Bisent mag es nicht, wenn man zu langsam mit ihm läuft. Und der Bisent mag es nicht, wenn man bei dem Laufen angegriffen wird, wobei der Bisen durchaus in der Lage ist, uns auch freundlicherweise zu helfen. So, das hätten wir. Ein Mosaik, das ist auch gut und das war's. Wunderbar. Gut, dann kümmern wir uns mal erstmal direkt um diesen Riss. Der liegt mir zu nah bei den Höfen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hopp, Chasi. Auf geht's. Hallo, ihr Hübschen. Nehmt das, den Blitz. Und dann brennst du mal ein bisschen davon. Das hättest du wohl gerne, mein Freund. Haben wir sie ein bisschen geschwächt? Jawoll. Fort mit dir. So ist es, Solis. Fort mit diesem Gesöcks. Na los, komm, 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 komm. Kommt raus. Nehmt den Blitz. Sarah. Oh Mist, da habe ich nicht aufgepasst. Alter.
Hört mal auf, mich zu schlagen. Wenn mir einer zuhaut, dann ich. Tschüss, mein Freund. Ist da nur einer? Nein, das war's. Sehr gut. Eins von zwei Rissen geschlossen in der Nähe der Höfe. Der zweite Riss, ja, ich weiß, wo er ist, aber der ist noch einen Tacken zu heftig für uns. Wunderbar. Tür das Liebste. Dennett. Es ist mir egal, ob es das beste Land auf dem Hof ist. Die Bauern erinnern sich an die alten Lebensweisen und das alte Blut, und das werden wir respektieren. Ich respektiere ja auch, dass du die alten Hufnägel zu Ringen verarbeitest und sie in die Sättel einsteckst, weil du glaubst, es würde Glück bringen. Wenn die Bauern diesen Baum also behalten wollen, um Tür das blatthornige Liebste zu ehren, lassen wir ihn stehen. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss, Dennett. Den Rest lest ihr euch dann bitte selber durch. Es kann durchaus sehr witzig sein, sowas mal zu lesen. In Liebe, Elena. Und noch mehr davon. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir Dennett und Elena zu Gesicht bekommen. Warte mal, ich möchte ganz gerne, dass das wieder verschwindet. Danke. Das muss wohl Meister Dennett sein. Das könnte sein, Cassandra. Das könnte durchaus sein. Oh, hier gibt's was zu finden. Wir sollten diesen Ort durchsuchen. Ja, das werden wir tun, mein liebster Solus. Hallo, Meister Dennett. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich hab gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es ausgerechnet eine Magierin sein würde. Die Magie hat Radcliffe schon mehr als genug Probleme beschert. Mein Name ist Dennett. Ich habe Aal Eamon 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Falls ihr mit mir persönlich ein Problem habt, wüsste ich das gerne. Was? Etwa wegen dem, was ich über Magier gesagt habe? Bei all dem Ärger, den die Magie hier verursacht, ist eine Magierin vielleicht genau die Richtige, um das wieder hinzubiegen. Mehr wollte ich nicht sagen. Meine Frau Elena leitet die Höfe und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger fereldischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Das ist nett von dir, mein Freund, dass du uns jetzt endlich ein Pferd gibst. So, ne? Wenn man irgendetwas sucht, dann doch bestimmt Alkohol, oder? Die Getränke von Cedars. Lest es euch selber durch. Allerdings gibt es hier noch ein bisschen was zu plündern. Dennett, du hast doch bestimmt nichts dagegen, oder? Und natürlich eins der besten Bücher überhaupt, die es geben kann. Knallhart in der Oberstadt. Kapitel 1 von Varric Tethras. Ja, woll. Und auch das, ich scroll's nur runter,
auch wenn es wirklich gute Lektüre ist. Und wenn ihr möchtet, lest euch ruhig diese wirklich gut gemachte Lektüre von Varric Tethras einfach mal durch. Seufzt Donnen. Alles klar. Ach, Varric. Banner der freien Marschen hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Habe ich wahrscheinlich sowieso schon bei mir. Es gibt einen Machtpunkt und das ist doch gut. So, wir sollen uns also mit Elaena und Bron irgendwie sowas unterhalten. Ich habe gehört, was mein Mann gesagt hat. Wenn ihr unsere Pferde wollt, müssen unsere Bauern auf den Feldern wieder sicher sein. Seit die Bresche aufgetaucht ist, spielen die Wölfe hier verrückt. Sie machen Jagd auf unsere Leute wie tollwütige Bestien. Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Inwiefern verhalten sich diese Wölfe ungewöhnlich? Normale Wölfe reißen Vieh. Nähert man sich ihnen aber mit einer Fackel und einer Klinge, nehmen sie reißaus. Diese Bestien allerdings, sie sind wie die dunkle Brut während der Verderbnis oder die Toten, die sich erhoben hatten, um uns anzugreifen. Sie sind besessen oder so etwas in der Art. Ich habe schon zu viele Leute an sie verloren. Ich werde nicht noch mehr in Gefahr bringen. Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Ja, danke, liebe Elaena. Den wünsche ich dir natürlich auch. Aber ich werde dich mal befreien von dem Unkraut, weil es sieht aus wie Unkraut zwischen deinen Rabatten hier. Also, ich habe es gerne für dich getan. So, und einen weiteren. Hier kommen wir tatsächlich noch nicht ran. Ich zeige euch das mal. Na, man braucht geschickte Hände und gute Werkzeuge. Ja, werden wir irgendwann freischalten. Halt, da ist ein Sack. Mit Hundsleder. Hallo, Bronn. Der Meister will nicht, dass ich diesen Flüchtlingen Waffen gebe, solange keine Hoffnung besteht, dass sie sich selbst verteidigen können. Falls ihr aber ein paar Wachtürme errichtet, würden wir alle rechtzeitig vorgewarnt, wenn wieder ein Angriff droht. Ihr sagtet, ihr wüsstet eine Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Richtig. Es gibt in dieser Gegend so viele Hügel, die Plünderern und Banditen Schutz bieten, um sich zu sammeln. Ich habe auf der Karte einige gute Standorte markiert. Wenn ihr dort Wachtürme errichtet, spreche ich mit dem Meister und besorge euren Leuten Waffen. Lebt wohl. Ja, natürlich, Bronn. Wir haben auch nichts anderes zu tun, als genau für dich irgendwelche Wachtürme aufzustellen und alles mögliche andere. Ja, okay. Eine gibt es hier noch auf den Höfen, mit der wir sprechen müssen oder können, dürfen, was auch immer. Und zum anderen hat uns tatsächlich der gute Dennett ein Pferd besorgt. Wir haben unser erstes Reittier. Jawohl. Und das können wir auch reiten. Allerdings sind dann unsere freundlichen Gesellen natürlich alle weg. Und können nicht mehr mit uns reden und so weiter und so fort. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Aber allerdings werde ich in den ein oder anderen Gebiet durchaus dazu geneigt sein, einfach mal auch zu reiten. Alles gut, Pferdchen. So, seid ihr wieder da? Wundervoll. Dann unterhalten wir uns mal mit Sienna. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Von welcher Art Rennen sprecht ihr? Ich stecke dort drüben mit Pfählen eine Strecke ab. Sie ist zu schmal, um gegeneinander zu reiten, also nehme ich mit einer Sanduhr die Zeit. Ihr versucht, die Strecke zu meistern, bevor die Zeit um ist. Ich denke, ich versuche mich mal an einer eurer Strecken. Wundervoll. Dann holt euer Pferd, während ich sie abstecke. Wenn ihr die Zeit schafft, trenne ich mich von einem Teil des Kleidergeldes, das ich von Vater habe. Betrachtet es als Spende an die Inquisition. Mhm, ich verstehe, ich verstehe. Ist unser Pferdchen noch da? Nein, es ist nicht mehr da. Dann müssen wir es wohl mal eben rufen. Und wir sollen jetzt Rennen beschreiten. Ja, das ist einfach. Das ist, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, fand ich es eher sehr kompliziert, weil ich einiges falsch gemacht habe. Aber eigentlich ist es wirklich sehr einfach. Von daher
machen wir das doch mal. Und Sienna möchte, dass wir durchaus mehr als nur ein Rennen bestreiten. Leider. Das hier war schon mal sehr kurz. Schneller geht das Pferd nicht. Wir haben nur einen Gang in dieser Pferdestärke. Und das war Nummer 1. Naja, genau genommen haben wir 3 Gänge. Ne? Wir können ganz langsam, wir können traben und wir können galoppieren. Also 3 Gänge in der Pferdestärke. So, geschafft. Gut gemacht. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Steckt die nächste Strecke ab. Ausgezeichnet. Schwingt euch in den Sattel. Ich werde sie auf der Stelle festlegen. Aber natürlich, aber natürlich. Hoppa. Auf geht's, Pferdchen. Hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Ja. Genießen wir dabei einfach so ein bisschen die Gegend. Das werde ich euch nicht rausschneiden. Aber wie ihr seht, also... Oh, Gegner, Gegner. Hopp, 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 Pferdchen, schneller. Damit wir hier wegkommen, bevor die Gegner uns finden. Wahrscheinlich hätte ich sogar noch Zeit abzusteigen und einfach ein paar Scherben einzusammeln oder so dazwischen. Das hätten sie wirklich ein bisschen dramatischer machen können. Zumindest für Leute, die das Spiel schon öfters als einmal gespielt haben. Los! Hühü! Rennen Nummer 2. Wo bist du? Ah, du mistest den Stall aus. Verstehe. Und? Ihr seid auch wieder da. Wunderbar. Gut gemacht. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Steckt die nächste Strecke ab. Ausgezeichnet. Schwingt euch in den Sattel. Ich werde sie auf der Stelle festlegen. Das ist sehr gut von dir. Das ist wirklich sehr gut. Das ist dann auch schon das letzte Rennen. Los, Pferdchen. Hopp, hopp. Ja, und die Größe der Schwierigkeiten besteht darin, tatsächlich durch diese Pfähle durchzureiten. Auch dem ein oder anderen geschulten Reiter kann es schon mal passieren, dass er daneben her reitet. Bin ich da auf ein Fenickelchen getreten mit meinem Hottehü? Ja, und die letzte Strecke ist natürlich schon ein wenig, ein ganz klein wenig länger. In dem Haus war ich drin, ne? Ich glaube ja. Ja, ja. Da war ich drin. Oder? Nee, da war ich, glaube ich... Ach, das ist der Hof von Dennett. Natürlich war ich da drin. Alles gut. Ich und meine Orientierung. Wobei ich eher so in Spielen das Problem mit der Orientierung habe. So im wahren Leben eigentlich gar nicht. Oder wenig, sagen wir es so. Ich kann mich recht gut orientieren, auch in fremden Städten. Und das war's. Oh, ganz ruhig, Kleiner. So. Ist das denn zu fassen? Ihr habt jede einzelne meiner Strecken gemeistert. Ihr wisst wirklich, wie man reitet. Ja, danke, danke. Das ist zu freundlich von dir, dass du das sagst. Aber jetzt lassen wir das Pferdchen mal Pferdchen sein
und bemühen uns darum, einige Dinge einfach zu erledigen, die wir hier erledigen müssen. Wir haben ja einiges an kleineren Nebenquests zusammengefügt jetzt oder zusammengesucht, besser gesagt. Und die werden wir jetzt so nach und nach erledigen. Unter anderem hier und dort natürlich die Scherben sammeln. Hier ist schon eine. Höre ich sie schon auf meinem Ohr? Ja, ich höre sie schon. Essie. Und dann will ja Bronn, ne, dass wir Orte markieren, an denen Wachtürme aufgestellt werden sollen. Das machen wir natürlich auch. Ganz klar. Zum anderen hatten wir ja auch einen kleineren Brief gefunden. Oh, Banditen. Greift ihr mich an? Ihr greift mich nicht an? Oh, ihr greift mich doch an. Okay, okay, ich hätte euch am Leben gelassen. Aber jetzt musst du halt sterben, mein Freund. Ah, da ist ein Magier. Komm her, Magier. Upsa, Cassandra. Hat es dich erwischt, meine Kleine? Ist gut, Chasi. Ist gut. Jetzt haben wir es geschafft mit den Halunken. Jetzt sind sie alle platt. Ich hätte sie am Leben gelassen. Ich wäre einfach dran vorbeigelaufen. Aber sie wollten es ja nicht anders. Von daher mussten sie leider dran glauben. Na, da hinten ist schon wieder einer. So, also, ein Brief, in dem drin stand, eine Truhe versteckt, etc. pp. Da ist sie. Und da gibt es ein Katerharnisch. Mhm, okay. Um die Wölfe kümmere ich mich erstmal noch nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns hier noch so ein bisschen weiter um. Hier und da werden uns mit Sicherheit lausige Halunken über den Weg laufen. Das ist kein hässlicher Ort. Was ist denn? Ach, Alter, willst du es wirklich wissen? Hä? Hier! Möchtet ihr euch wirklich mit uns anlegen? Na dann. Wenn ihr es denn unbedingt so wollt, dann sollt ihr es auch so kriegen. Ich denke, Widder... Ach komm. Komm her, Widder. Ganz ruhig, Chasi, ganz ruhig. Du hast gerade gruselige Banditen getötet und geplündert, ja? Und jetzt schreist du so laut auf, nur wegen einem kleinen Widder? Ich bitte dich. Brief bei einer verlassenen Lagerstätte. Komm zu mir, mein Schatz. Die Träume haben dich so weit geführt und jetzt schreibe ich diese Zeilen mit deiner Hand. Mit deiner Hand? Damit du sie lesen kannst, wenn du erwachst. Okay, sie war noch nicht tot, die Hand nicht abgetrennt, oder doch? Du bist so nah. Komm zu dem Baum auf dem Hügel, wo die steinerne Dame steht, mit Philandaris, damit ich dich erkenne. Und dann können wir endlich für immer zusammen sein. Ja, diese Quest können wir tatsächlich erst lösen, wenn wir Philandaris auch wirklich, wirklich gefunden haben. Vorher leider nicht. So ist das im Leben. So, und wo sind wir hier angekommen? Ich würde sagen, dieser Baum ist umgestürzt beim letzten Sturm. Du schon wieder. Bautz. Du
Das war's mit dir, mein Freund. Es wird, glaube ich, irgendwie Zeit, dass ich wieder verkaufen gehe. Ich gucke gleich mal zwischen den Folgen. Wie viel ich schon in meinem Inventar habe. Weil wenn es zu voll wird, dann müsste ich einiges vernichten und das möchte ich eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich nichts vernichten von dem, was ich finde. Eher würde ich es tatsächlich verkaufen wollen. Denn so bringt es wenigstens Geld ein. Hoppa. Lauf, kleines Tier. Ah, stehe wieder vor einem Stein. Oh nein, Meister Petz. Musste das jetzt sein, Meister Petz? Na dann, komm her. Und die Beeren sollte man am besten verbrennen, weil sie sind gut gepolstert gegen Kälte. Und vielleicht so ein bisschen mit Blitz. Und Donner, mach das, Solus. Du sollst sowieso nicht in den Nahkampf, mein Freund. Danke für dein Fell, Meister Petz. Ein Astrarium, wer hätte das gedacht? Wundervoll, dann lass mich doch mal schauen, wie ich das am besten löse. Ich denke, ich habe den Weg. Ich glaube, dass ich ihn habe. Manchmal täusche ich mich auch so ein bisschen darin. Aber in diesem Fall ist es auch wieder eher ein, Entschuldigung, einfaches Ding. Nettes Bötchen. Sternbild Paraquialis? Quialus? Was auch immer. Ihr lest es euch auf jeden Fall selber durch, wenn ihr möchtet. Oder ihr lasst es. Ganz wie ihr wollt. Und da führt uns dann wohl das Letzte hin. Da wird wahrscheinlich auch nochmal ein Astrarium zu finden sein in die Richtung. Aber das werde ich jetzt erstmal noch nicht erreichen können. Oder wollen, besser gesagt, können schon. Ach so, Solus ist verletzt. Deswegen. Solus, nimm doch einfach mal einen Trank. Blutlotus. Blutlotus ist immer gut. Komme ich hier nicht weiter? Es scheint fast so. Komme ich da hoch? Ja, doch. Na, wundervoll. Was ist euch geschehen? Aber ihr habt einen tollen Platz gefunden. Gut gemacht. Das Schleierfeuer könnte sich als nützlich erweisen. Ja, natürlich. Ihr habt einen schönen Platz gefunden. Auf jeden Fall trocken. Ein Mosaik, natürlich. Aber da sehe ich jetzt schon wieder einen Gegner in diese Richtung. Das ist sehr dunkel hier. Das ist sehr dunkel. Und man erkennt die Gegner fast schon zu spät. Dann würde ich sagen, lass mich mal gucken, ob ich die Fackel wiederfinde, weil das wäre schon nicht verkehrt. Da ist die Fackel.
Und da hätten wir noch mal was. Wieso befinden sich hier auch noch wieder Banditen? Aha. Hier ist schon mal nix. Aber da hat... war doch gerade nichts. Welch unverantwortliche Verwendung von Magie. Die Magier hier sind kaum mehr als Tiere. Findest du, Solas? Naja, sie versuchen sich mit allen Mitteln und Wegen zu wehren gegen die Templer. Während die Templer sich nicht ganz einig sind, soll ich für die Magier kämpfen oder soll ich vielleicht doch lieber für die Templer kämpfen? Und einige von ihnen sind auch... von den Magiern sind auch nicht gerade so sicher, ob sie nicht vielleicht doch lieber mit den Templern zusammenkämpfen oder... Ach, ich weiß auch nicht. Das ist sehr verwirrend. Solas, da hast du ein schwieriges Thema angesprochen, mein Freund. Ein wirklich schwieriges Thema. Nein, da will ich nicht drüber reden. Wunderbar. Dann hätten wir auch diesen Ort ausgeplündert. Was auch immer das hier früher war. Sieht aus wie eine Mischung aus Menschen- und Elfenhand. Die Banditen sind eine Schande für uns alle. Sie verstecken sich in den Hügeln, während wir anderen leiden. Sie haben nur Angst. Alle haben Angst. Das stimmt. Es haben scheinbar wirklich alle Angst. Wunderbar. So, dann lass mich noch ein bisschen hier entlang laufen. Bis ich tatsächlich wieder bei den Höfen bin oder so. Weil die Geschichte um die Höfe werden wir so schnell nicht gelöst bekommen. Wie ihr mitgekriegt habt, wir müssen erstmal auch für diesen Bronn die Orte aufsuchen, an denen wir Wachtürme aufstellen sollen. Und damit ist es dann nicht getan. Dafür müssen wir nochmal zurück nach Haven. Nützt alles nichts. Von daher würde ich sagen, wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich mache jetzt gleich hier wieder einen Schnitt. Sammle offscreen das ein oder andere noch ein, unter Umständen. Gucke mir mein Inventar an, wie voll oder leer es ist. Und das können wir mal eben. Der reuige Mafferat, eine Statue von Mafferat, der den Tod seiner Gemahlin, der Prophetin Andraste, betrauert, die er aus Eifersucht verraten hatte. Ja, ja. Schmieriger. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja. Ich würde sagen, ja, ich mache jetzt hier einen Schnitt und werde mich dann kurzerhand zu den Ort teleportieren. Ach so, hier ist diese Sache mit dem Philandris, was ich noch nicht lösen kann. Was ist jetzt hier? Da sind noch so ein paar Gegner. Ah, ist klar, meine Freunde. Kommt her. Ihr habt einen Wolf im Gefolge? Das kann ich ja gar nicht glauben. Das glaube ich nicht. Versucht es ruhig. Hier. Nehmt den Blitz, ihr Ekelhaften. Ich glaube, das war ja Zufall, dass die Wölfe dazwischen geraten sind. Weil ich glaube nicht, dass die Wölfe wirklich mit den Banditen kooperieren. Jetzt stirb doch endlich, du blöder Wolf. Geht doch. Ich glaube, ein, zwei Scherben können wir hier noch holen. Das könnten wir eigentlich auch noch in dieser Folge machen. Wenn Chasi nicht überall
hängen bleiben würde, dann würden wir es auch hinkriegen. Und ich ständig Blutlotus einsammeln würde, dann würde es noch schneller gehen. Oh, Chasi, hör auf damit. Ja, komm, wir holen noch eben diese Scherben in dieser Folge. Noch eine kleine Quest. Bei einer Leiche gefundene Notiz. Bergrit. Die Sache wird sich lohnen. Ihr sorgt euch zu viel. Ich habe euch bei der Jagd beobachtet. Ihr und der Bogen passt zusammen wie der Bauer und Andrastes Busen. Wow, was für ein Vergleich. Und nichts auf dieser Welt atmet noch, wenn ihr eure Axt darin versenkt. Und glaubt mir, wenn ihr genügend Bärenklauen habt, und vergesst nicht, sie müssen groß und stattlich sein, nicht, dass ihr mir welche von einem Jungtier anbringt und dazu entschuldigt, lächelt, dann werden wir etwas tun, das uns beide reich macht. Denkt an die Mädchen von Radcliffe, die an euren Arm hängen werden, Bergrit. Es ist ein starker Arm, mein Freund. Stark genug, um 3 große Bären zu töten und ihre Klauen zurückzubringen. Wenn ihr das schafft, wird dieser Arm sich nichts um eine schlanke Dame legen können. Viel Glück und kommt nicht ohne die Klauen zurück. Jaska. Okay, Jaska, mach ich. Ich werde dir Klauen besorgen von dicken, fetten Bären. Versprochen. So, die nächste nicht hier runterspringen, Chasi. Das wäre wahrscheinlich unweigerlich dein Ende. Die nächste Scherbe liegt hier und dann haben wir sie fast alle, ne? Fast eine hätten wir noch, glaube ich. Oder habe ich die schon aufgehoben? Kann sein, dass es das war. Kann sein, dass es das war. Okay, so, pass auf. Wir gehen jetzt kurzerhand noch eben ganz schnell zur Wegkreuzung zurück. Chakalaka. Und ab der Wegkreuzung wird es in der nächsten Folge dann weitergehen. Hier werde ich mich jetzt ein bisschen um das Inventar kümmern, etc. pp. Wahrscheinlich auch einiges verkaufen und so weiter und so fort. Und wenn da grundsätzlich irgendetwas Dramatisches bei der Geschichte passiert, ja, ist gut. Ich habe hier zahlreiche Waren, falls ihr an etwas interessiert seid. Ich crash die Krise. Hör auf zu reden. Wenn irgendetwas Dramatisches passiert, werde ich es euch natürlich reinschneiden. Von daher wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.